Jo Leute, willkommen auf dem Weg nach Kakariko. Dieses Mal vom regulären Weg aus, den man nehmen hätte sollen, nicht wie ich im Part 10 oder was das war. Irgendwie ganz behindert. Ja, ich muss jetzt leider nachsehen, ob Maronus noch da ist. Kakariko Brücke, der soll sich nämlich auf dem Weg, also hier sieht man es nochmal schön, da so rum, darauf und nach Kakariko und von dort aus wieder weg natürlich auch. Also ich muss jetzt leider diesen Weg untersuchen, ob der liebe Maronus hier noch da ist. Der hat nämlich einen Auftrag für uns, einen mehr oder minder sehr, sehr wichtigen. Leider auch sehr. Oh, ja, geil. Hier gibt es so viele Hyrule-Kraus. Suppi, das kann ich mir gleich mal merken. Weil nach einer Nacht des Blutmondes sind nämlich auch alle Schätze so wieder da. Also hier gibt es viel. Da drüben ist sogar noch mehr. Ja, aber es ist keine Überraschung, denn hier auf der Ebene soll es ja generell viel. Oh, der arme Wildbock hier. Ja, er wollte mich rammen und dann war ich halt schneller. Ja, aber so spielt das Leben, lieber kleiner Bock. Ah, ja, er ist noch da. Maronus ist noch hier. Das ist er. Jetzt habe ich ihn endlich gefunden. Ich habe ihn hier gar nicht gesucht. Oh! Oh! Du kannst mich sehen? Ja. Toll, toll! Oh. Es ist schon 100 Jahre her, dass mich jemand gesehen hat. Oh, ich bin Maronus. Ich brauche unbedingt Hilfe, aber niemand konnte mich sehen. Bitte, bitte hör dir meine Geschichte an. Meine Lieblingsrasseln, die Monster haben sie versteckt. Sie sind hinter dem Felsen dort. Ohne sie kann ich meine Kräfte nicht einsetzen. Daher bitte ich dich, bitte hol meine Rasseln von mir zurück. Von ihnen zurück, okay. Ja, das ist ja nicht das Einzige, worum er einen bittet. Die einzig wahren Rasseln. Ja, mit denen kann er nämlich die Slots von uns erweitern. Das heißt, wir können mehr Waffen, mehr Bögen und mehr Schilde tragen. Das ist dann doch sehr brauchbar. Ach, hau doch ab. Du genauso. Ja, daher wir aber jetzt leider schon alle Dungeons bewältigt haben, muss ich leider dazu sagen, dass das mächtigere Goblins oder was auch immer das genau ist, dass das mächtigere sind als zuvor. Man hätte sie auch schon mit wesentlich Maronus rasseln, ja. Man hätte sie auch schon wesentlich früher bekämpfen können. Und zwar hätte man nur diesen Weg genommen. Ich habe den jetzt zugegebenermaßen nicht genommen. Braucht es auch nicht. Ich bin bisher gutartig mit diesen Waffenslots ausgekommen. Also so melodramatisch tragisch ist es jetzt nicht. Manchmal war es zwar schon sehr, sehr störend, also wirklich verdammt störend. Oh, Maronus, da hast du deinen Scheißdreck wieder. Man braucht insgesamt 441 von seinen Maronus, also Krogsamen. Das gibt meine Rasse, das sind meine Rassen, bitte, 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 gib sie her. Ja, bitte, ich kann sowieso nichts damit anfangen. Das einzige Musikinstrument, das ich spielen kann, ist Schlagzeug und das ist katastrophal bei mir. Ich bin halt eben eher der Informatiker. Könnte ich deine Tasche vergrößern? Ja, das kannst du direkt auch mal machen. Nicht schon wieder. Erstmal vergrößere die Waffentasche. Ja, also er nimmt immer aufsteigend Krogsamen. Ich glaube, dann nimmt er 4, dann 8.
Also man kann die Zahl einfach immer, glaube ich, quadrieren. Also um ein Quadrat halt erweitern. Das heißt, also zuerst nimmt er 1, dann nimmt er 2, dann quadriert man es, dann nimmt er 4, dann quadriert man 2 erneut, sind es 8, dann macht man nochmal. 2 sind, Krocksamen. Okay, ja. Ich weiß nur, dass er zweimal umherwandert. Mehr weiß ich nicht über ihn. Ich habe ihn jetzt leider sehr, sehr spät gefunden. Das ist äußerst schade. Jetzt kann ich ja Gott sei Dank zumindest mal mehr Waffen nehmen. Also ich glaube, man kann sich eine 3x4-Leiste mit den Krogsamen erkaufen. Ah, da bin ich mir jetzt auch nicht ganz so sicher. Also das weiß ich jetzt nicht fix, ob das wahr ist oder nicht. Wow, hier gibt's viele Wächter. Leck mich am Arsch. Okay, müsst ihr nicht tun. Am besten wir fackeln die Typen ab. Sehen wir mal ganz fies. Schleichen uns hier an. Das Ding hat nicht gerade die beste Reichweite. Okay, der ist weg. Da drüben ist Hyrule Gras. Okay, das werden wir gleich mal holen. Du meldest hier nichts mehr. Okay, weg da. Okay, die haben wieder so einen weißen Bastard mit von der Partie. Okay, er hat mich wieder verloren. Und er ist weg. Ha! Bingo! Scheiß Dreck, komm her! Ja, stehst in Flammen, ne? Ja! Und weg mit dir! Den hasse ich sowieso. Der Kerl geht mir sowieso schon so auf den Keks. Yes! Und flieg weg. Ja, und weg mit dir. Deshalb liebe ich das Geronenschwert, weil es einfach wehtut. Knochenbockkeule. Aber was ist da bitte in der Schatztruhe drin, dass das Mistvieh das bewacht? Oh, Kacke. Schaden genommen auch noch. Mann, das ist peinlich. Ja, aber es ist mir eigentlich herzlichst wurscht. Wahrscheinlich jetzt im nächsten Part werde ich mal abchecken, was der, wie heißt es doch schnell, dieser Donnerhelm kann. Ihr wisst ja, wovon ich rede. Zumindest solltet ihr das wissen. Bockstock? Wofür der denn? Wartet, wie viele Leuchtsteine habe ich schon wieder? Die sind ja witzigerweise bei den Nahrungsmitteln dabei, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Sehr gut, da hinten ist nämlich einer. So, der Dreck hier kann weg damit. Aber ganz ehrlich, wenn ich mal das so sagen darf, mir sind immer noch am liebsten die Einhänderschwerter. Daher halt auch das Master Sword, das ich so gern verwende. Ich verwende es ja wirklich gerne. Da hinten sind Leuchtsteine, die werde ich mir jetzt holen. Weil mir ja nur mehr ein Exemplar
Okay, wir werden das Soldatenschwert dazu verwenden. Aber von den Schleimgelees könnt ihr nie genug haben. Denn die, auch wenn ihr es nicht glauben werdet, sind mehr wert, als man... Ah, toll. Kleine Ivarox. Na, super. Ich nenne sie immer gern Mini-Rock. Und wir sind auch ein Pyromagus. Ja, genau. Kollege, weißt du, wann man dieses Gebiet betreten kann? Soll man die Viecher besiegen? Ja, die geht's ja nicht mehr gut. Das ist ein Feuerstein. So, oh. Ich meine, ich habe ja kein Problem mit kleinen Ivaroks, aber... So geil sind die jetzt auch nicht. Leuchtstein, ja. Geh weg. Und da bekommt man nämlich Diamanten für die, das wisst ihr ja noch. Hoffentlich zumindest. Wenn ich die abgebe, dann... Ja, rentiert sich's auf jeden Fall. Wenn ich einen Diamanten hergebe, ja. Mache ich so viel Gewinn wie sonst was, also da ist... Da könnt ihr einpacken, so viel kann Link in Ocarina of Time und... Wo war das andere? Majora's Mask, glaube ich, kann er auch nur 500 tragen. Ja, Majora's Mask kann er auch nur so wenig tragen, stimmt. Da verdiene ich in einem Tag mit einem Mal halt so viel, dass ich die komplette Geldbörse vom Link aus Ocarina of Time und... Oh, Meteoranstab. Cool. Und die von Majora's Mask Link, das ist auch sogar, glaube ich, dasselbe, einfach so stopfen kann. Das ist komplett egal. Das juckt mich nicht. Gibt es hier irgendwas Spezielles? Komm schon, ich will den Octorok treffen, hä? Kollege, wo hast du denn Schmeißen gelernt? Aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich tun soll, deshalb gehe ich hier in das Gebiet. Also das von Gerudo. Und werde mich dort oben mal umsehen. Eigentlich soll man ja während des Let's Plays nicht trinken. Aber Leute, ich krieg's momentan nicht hin. Ich habe einen extrem gereizten Hals, das merkt man auch inzwischen an der Stimme. Und ja, es geht mir nicht sonderlich gut. Ah, okay. Hä? Was ist das denn? Gibt es hier einen Flugplatz? Ja, anscheinend schon. Naja, warum auch nicht? Ja, das glauben die. Und... Komm, geh da hin. Komm. Boom. Hat er geschnallt, wo ich stehe, oder nicht? Boom. Hä? Wieso jetzt auf einmal nicht?
Und hopp. Ha, ha, ha! Na, das war ein Volltreffer, hä? Bam! Und tak, 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 tak. Ich weiß nämlich genau, wo das hinführt. Oder zumindest hoffe ich es zu wissen. Oder zumindest könnte ich es mir denken. Weil das führt nämlich immer hier runter. Was kriege ich von dem Vogel? Ach komm, stirb alleine. Das interessiert jetzt nicht. Wo komme ich hier hin? Ich wollte mich eigentlich oben im Eisgebiet umsehen. Also dort, wo es so scheiß kalt ist, nur... Ja. Was richten denn bei euch Elektropfeile an? Oh, ganz viel. Und bam. Soderle. Steckt man dich mal auch im Brand? Boom. So, das war's mal mit dem. Oh, was hast du da liegen gelassen? Ritterschwert. Oh, das ist ein bisschen besser als das, was ich hatte. Hm, was machen wir da? Bam. Oh, weg mit dem. Okay, ganz normale Pfeile jetzt. Ja, bringt sich viel jetzt noch zu tuten, hä? Wenn du sowieso da runterfliegst. Weißt du, hier ist ein Schrein. Ach so, hier geht's ja gar nicht runter. Hier geht's in die Wüste. Sehe ich jetzt erst. Hm. Mal sehen, was gibt's denn hier so als Beute zu holen? Ich muss aufpassen, dass mir der Part nicht wieder zu lange wird. Das ist mir ja bei einigen Folgen schon passiert. Also einfach immer dem Weg hier folgen, nehme ich zumindest mal an. Vielleicht kann ich in dem Part auch noch einen Schrein finden, das weiß ich nicht. Das werden wir aber gleich herausfinden. Oh, ein Wüstenwolf. Sieht man äußerst selten. Und stirbt jetzt auch. Hä? Achso, das ist ja das Soldatenschwert. Blödes Mistvieh. Und das war's mit ihm. Hm? Aha, okay, meine Karte ist gestört. Ich habe keine Ahnung, wie ich bin. Ich bin in irgendeiner Art Sandsturm drinnen. Elektrik, Elektrik, was mache ich gegen Elektrik? Am besten erstmal das Schwert gegen ihn werfen. Und dann auf die Birne zielen. Wo springst du denn hin, hä? Ja, nix da, hä? Bam! Bam! Und du bist unten. Also, hier soll man anscheinend den Schrein auf eigene Faust finden. Frage mich nicht, wie das möglich ist. Pff, ja, meine ganze Karte ist im Arsch, ne? Eh klar. Wenn, dann gleich gescheit, ne? Wie immer. Also ich werde jetzt mal kurz dahin zurückgehen. Ach Gott, ja, der Haarführer raufzuklettern. Ich werde jetzt kurz dahin zurückgehen, wo ich noch was gesehen habe. Und dann werde ich mal schauen, was hier am besten zu tun ist. Ich hoffe mal, dass es überhaupt geht, dass man aus diesem Sturm auch wieder rauskommt.
Vielleicht kann man ja von hier oben schon was sehen. Schauen wir mal, ob man mit Revalis Sturm hier weiterkommen würde. Okay, gut. Also hier ist definitiv irgendwas falsch. Oh! Das ging schnell! Keine Ahnung, was hier los ist. Wahrscheinlich ist das eigentlich von der Wüste aus zu erreichen. Obwohl. Bin mir nicht sicher, womit das zu tun hat. Lange Leitung. Ein Wasserrätsel. Ich sehe es schon. Also es baut wohl... Och, was willst du denn? Weg mit dir. Gib her deinen Scheiß, was du bei dir hast. Und fertig. Also das ist wahrscheinlich irgendwas Langwieriges. Oder ein Stromrätsel. Das würde auch gehen. Ist das Ding dort magnetisch? Ach so. Okay. Ja, haha, was soll ich jetzt machen? Über das Ding da zurücklaufen? Weil Revalis Sturm hier zu aktivieren, geht nicht. Ach so. Ach ja, richtig. Dann fährt ja die Plattform auch hoch, oder? Nö, die hat dadurch keinen Strom. Ach so, ich verstehe. Hab's schon verstanden, wie es geht. Und zwar. Es ist sogar wesentlich einfacher, als es scheint. Da muss ich einfach nur hier hinstellen, das Ding ein bisschen abstoßen. Und schon geht's. Am besten man hält es ein bisschen runter. Dann geht das schon. Und wenn man da ist, zieht man es einfach weg. Hab's verstanden. Und hopp, rauf mit dir. Also, das funktioniert. Ups. Ja, egal, das Ding bleibt eh da oben. Also. Den Schrein machen wir dann doch noch in den Paten. Das sollte funktionieren. Zumindest. Wenn man sich nicht zu blöd anstellt. Und wofür die Leiter jetzt? Was ist denn da überhaupt drin? Ich will sowieso nicht alle Schatztruhen öffnen. Antike. Ja Gott, den habe ich eh schon so oft. Ach, hau doch ab. Was willst du denn? Du kommst da doch nicht gegen mich an. Gib her deinen Mist und. Weiter geht's. Das sind aber komische. Ah, ich dachte mir schon. Kann ich die zufällig entfernen? Nö. Aha. Okay. Oder ist das so gewollt, dass man hier das Ding hier mitnimmt? Weil ich weiß ja, dass diese Metallobjekte auch leiten. Das ist ja nichts Neues.
Aber was bringt das? Außer dass Link Stromschläge kriegt. Übersehe ich hier irgendwie was? Ach so, ja, ich kann ja Dinge damit auch abstoßen, stimmt. Ich muss ja nicht zwangsläufig anziehen. Bingo! Sogar extra vorher noch mit Maschine. Okay. Was machst du? Ja und? Was brauche ich denn Schmarrn? Ach so, ich weiß schon, wofür es da ist. Das mal weg. Wo ist das Ding, Link? Wenn er das jetzt runtergeschmissen, ich hätte ihn umgebracht, wirklich. Ich hätte ihn gekillt. Aber so ist mir das wurscht. So, komm mit. Schnell, 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 schnell. Hoch. Na komm. Bring mich nach oben. Ich glaube, angreifen kann ich das Ding nicht. Aber das weiß ich nicht. Ja, toll. Und wie komme ich jetzt dorthin? Ah. Okay, gut, das erklärt schon mal einiges. Aber ich würde mal eher sagen, ich halte das bereit. Hier gibt es zwar noch eine Schatztruhe, aber der es mich eh nicht juckt. Pfeife ich drauf. So. Also ich habe ganz schön viele Schreine übersehen. Das muss ich ehrlich zugeben. Danke im Übrigen an den Tipp, der mir sagte, wegen der Mission von Maronus. An den Typen, den muss ich danken. Wirklich, das war richtig geil von dir. Ah, perfekt. Jetzt ist auch der Sandsturm weg. Yippie. Na gut, Leute. Hobby der Game Engineers. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wenn ich tatsächlich mal die Spitze hier erkunde, weil hier muss ja was sein.